Liebe Geschwister, ich möchte euch einen wunderschönen Sabbattag wünschen. Ich freue mich und danke Gott, hier sein zu dürfen, auch das erste Mal hier in Schwerin. Mein Name ist Christoph Hoffmann. Ich bin der Bruder von Timo und komme wohnhaft aus der Nähe von der deutsch-luxemburgischen Grenze, also ein ganzes Stück von hier entfernt. Und ja, ich freue mich, dass ich heute bei euch mit euch das Wort teilen darf. Und seid gesegnet, auch von der Predigt. Ich möchte zu Beginn gerne einen Aufruf machen, einen Aufruf nach außen hin. Und zwar für all die Menschen, die sich in ihrem Herzen nach dem sehnen, was die Welt ihnen nicht geben kann. Nach der wahrhaften Liebe, nach dem wahrhaften Frieden, nach einer echten, wahrhaften Gerechtigkeit und nach Hoffnung und Trost. Das möchte ich den Menschen sagen, weil auch ich selbst einmal da draußen war und mich nach Liebe gesehnt habe und die in Jesus Christus gefunden habe. Ich möchte euch mitnehmen in das Jahr 1981. Meine Mutter war zu dem Zeitpunkt schwanger mit mir. In der Familie gab es ja eine große Freude auf ihren ersten Sohn. Doch 2 Monate vor meiner Geburt gab es ein Ereignis, was Traurigkeit in die Familie gebracht hat. Der Bruder meines Vaters ist bei einem Motorradunfall tödlich verunglückt. So hatten wir also Freude und Leid, Trauer und Hoffnung. Und ich stelle mir die Frage, was löst so ein tragisches Ereignis, ein unerwartetes Ereignis in einem Leben aus? Freude so nah und doch Trauer, Ungewissheit, Zweifel, eine gewisse Wut und Ohnmacht sind vorhanden, keine Antworten. Gott, warum? Die Frage ist, die ich mir stelle, gibt es für diese Familie oder für diese Menschen eine Zuversicht und eine Hoffnung? Und damit möchte ich mit euch beginnen, mit dem Bibeltext, der in die Predigt einleitet. Könnt ihr gerne aufschlagen, eure Bibeln in 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 11 und 12. Da heißt es: Denn wenn das Herrlichkeit hatte, was aufhört, wie viel mehr wird das Herrlichkeit haben, was bleibt? Weil wir nun solche Hoffnung haben, sind wir voller großer Zuversicht. Ich möchte das nochmal vorlesen. Denn wenn das Herrlichkeit hatte, was aufhört, wie viel mehr wird das Herrlichkeit haben, was bleibt? Weil wir solche Hoffnung haben, sind wir voller großer Zuversicht. Und die Frage, die ich mir oder mit euch stellen möchte, ist in diesem Thema: Was bleibt? Sicherlich hat dann jeder von uns bereits in seinem Leben Erfahrungen erlebt oder auch durchlebt, welche mit Verlust, mit Schmerzen, mit Angst oder Krankheit oder sogar dem Tod zu tun hatten. Situationen, welche einen Beginn hatten, aber irgendwann endeten. Und meine Frage nun an dich ist: Was ist dir geblieben? Und was haben diese Erfahrungen mit dir gemacht? Heute leben wir in einer Welt, welche ohne Hoffnung zu sein scheint. Depressionen, Burnout, Angst, Unsicherheit häufen sich. In einer Welt, in der uns Frieden und Sicherheit versprochen wird. Eine Welt oft voller schlechter Nachrichten. Im Jahr 2009 gab es damals für mich eine weltliche Musikband, welche unter anderem ein Lied komponiert hat mit folgendem Refrain. Und diesen Refrain möchte ich gerne mit euch teilen, aber in Kontext darüber, was die Bibel uns dazu zu sagen hat. Und dieser Refrain ging folgendermaßen: Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt, in der nichts sicher scheint. Gib mir in dieser schnellen Zeit irgendwas, das bleibt. Dann gib mir einfach nur ein bisschen Halt und wieg mich einfach nur in Sicherheit. Hol mich aus dieser schnellen Zeit. Nimm mir ein bisschen Geschwindigkeit, gib mir was, irgendwas, das bleibt.
Und drei Aspekte werden hier genannt mit der Bitte, gib mir etwas, das bleibt. Und das ist genau die Frage in dem Kontext von 2. Korinther, Kapitel 3, 11 und 12, wo die Frage gestellt wird, was bleibt? Und ich möchte euch einmal fragen, wer oder was geben dir persönlich in dieser schnellen Zeit in deinem Leben Sicherheit? Wer oder was schenken dir persönlich Hoffnung und Zuversicht im Leben? Wer oder was geben dir persönlich Halt im Leben, um dieser schnellen Zeit zu entkommen? Wer oder was in deinem Leben bremsen dich aus und nehmen dir die Geschwindigkeit? Wer oder was geben dir persönlich das im Leben, was bleibt? Gibt es in dieser Welt doch Hoffnung? Gott hat für jeden Menschen in dieser Welt in seinem Wort, der Bibel, der Heiligen Schrift, eine gute Nachricht. Das ewige Evangelium, was Kraft hat. Es hat Kraft, einen Menschen zu verändern. Und wisst ihr, was mich persönlich an diesem Bibeltext aus 2. Korinther sehr erfreut? Da ist Hoffnung und da ist eine große Zuversicht, die Gott jedem Menschen verspricht, welcher ihn als seinen Herrn und Gott, als seinen Schöpfer und Erlöser annimmt und ihm persönlich dein Leben übergibst. Jesus Christus hat für dich den Tod besiegt. Er hat den Teufel und die Welt überwunden, damit du das ewige Leben hast. Jesus Christus hat deine Sünden auf sich genommen und seine Krankheit hat er getragen, jeden Schmerz erlebt und auch durchlebt, weil er dich liebt. Du bist für ihn das, was bleibt. Ich war des Öfteren schon mal auf einem Friedhof unterwegs und da ist mir Folgendes aufgefallen. Wenn man sich so einen Grabstein betrachtet, dann seht ihr oft das Datum, wann die Person geboren ist, und das Datum, wann die Person verstorben ist. Und dazwischen ist ein Strich. Nur ein Strich zwischen Geburt und Sterben. Was bleibt dem Verstorbenen? Ein Strich? Für sein ganzes Leben? Ohne Hoffnung, ohne Zuversicht? Die Bibel sagt uns über die Verstorbenen, dass sie nun schlafen. Ihr Andenken ist vergessen, sie wissen nichts. Es gibt weder Tun noch Denken, weder Erkenntnis noch Weisheit. Denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Wir wissen alle, wie schnell dieses Leben vorüber sein kann. Und das sollte uns bewusst sein, jeden Tag wirklich bewusst in der Beziehung mit Jesus Christus zu leben, zu wachsen und auch zu sterben. Ich möchte euch ein Gedicht vortragen, was mir sehr gut gefallen hat dazu. Das heißt, das gute Wort. Sag mir morgens ein gutes Wort, bevor du gehst vom Hause fort. Es kann so viel am Tag geschehen, wer weiß, ob wir uns wiedersehen. Sag lieb ein Wort zur guten Nacht, wer weiß, ob man noch früh erwacht. Das Leben ist so schnell vorbei und dann ist es nicht einerlei. Was du zuletzt zu mir gesagt, was du zuletzt hast mich gefragt, drum lass ein gutes Wort das Letzte sein. Bedenke, das Letzte kann's für immer sein. Deshalb brauchen wir heute und jeden Tag Beständigkeit und das, was bleibt in Jesus Christus. Der Prediger Salomo sagt uns, alles hat seine Zeit, ob es der Schmerz ist, ob es die Verletzungen sind in deinem Leben oder ob es auch die Trauer ist, die du durchlebst. Ich möchte dich fragen, trauerst du noch? Dann möchte ich dir gerne heute Mut machen, denn die Zeit der Trauer darf für dich heute persönlich abgeschlossen sein. Möchtest du wissen, warum? Weil es da Hoffnung gibt. Hoffnung und eine große Zuversicht. Ich möchte lesen aus dem Buch Hiob, Kapitel 11, Verse 13 bis 18. Wenn aber du dein Herz auf ihn, auf Jesus richtest und deine Hände zu ihm ausbreitest, wenn du den Frevel in deiner Hand von dir wegtust, dass in deiner Hütte, in deinem Haus kein Unrecht bliebe, so könntest du dein Angesicht aufheben ohne Tadel und würdest fest sein und dich nicht fürchten. Dann würdest du alle Mühsal vergessen und so wenig daran denken wie an Wasser, das verrinnt, und dein Leben würde aufgehen wie der Mittag.
und das Finstere wird ein lichter Morgen werden. Und du dürftest dich trösten, dass Hoffnung da ist, würdest rings um dich blicken und dich in Sicherheit schlafen legen. Wie viele Menschen können abends nicht schlafen, nicht einschlafen, nicht durchschlafen, weil sie was beschäftigt? Sie sind unruhig, sie plagt etwas und haben Sorgen und Kummer. In Jesaja Kapitel 25, Vers 8 und 9. Er, Jesus, er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Landen. Denn der Herr hat's gesagt. Und zu dieser Zeit wird man sagen, siehe, das ist unser Gott, auf den wir hoffen, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hoffen. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Wo wir gerade schon mal beim Thema Sterben oder Tod sind, sagt die Bibel uns, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Jesus Christus hat den Tod besiegt am Kreuz. Doch es gibt einen Unterschied zwischen dem Gerechten und dem gottlosen Menschen, zwischen dem, der glaubt und dem, der verleugnet. In Sprüche 10, Vers 28, da ist uns gesagt, das Warten der Gerechten, es wird Freude sein. Aber der gottlosen Hoffnung wird verloren sein. Gott hat uns, Gott hat dir durch sein Wort eine Gewissheit geschenkt, welche über den Tod hinausgeht. In 1. Johannes 5, Vers 13 steht geschrieben, das habe ich euch geschrieben, das sage ich euch, damit ihr wisst, damit ihr die Gewissheit habt, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Das alles, die Heilige Schrift, ist uns gegeben, auch geschrieben, damit wir Gewissheit haben dürfen, eine Zuversicht und eine Hoffnung auf das ewige Leben in Jesus Christus. Auch ein Gedanke aus dem Buch Hiob habe ich hier, den ich mir dort teilen möchte. Hiob Kapitel 19, Vers 25 und 27, wo Hiob sagt, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er sich aus dem Staub erheben. Ich gehe einen Schritt kurz weiter, gehe darauf nochmal drauf ein. In Johannes Kapitel 11, Vers 20 und 27 lesen wir über die Auferweckung des Lazarus. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, geht sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause sitzen. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, Gewissheit, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihr, ich weiß wohl, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und er glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Das ist eine ganz persönliche Frage, die sehr wichtig und entscheidend ist für deine Gewissheit. Glaubst du das? Meine Frage ist, weshalb konnte Hiob oder auch Martha dies mit Gewissheit sagen? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Weil sie ihn erlebt haben. Diese Menschen, die hatten eine tiefe Glaubensgewissheit durch ihre Erfahrung mit Gott, dass sie sagen konnten, ich weiß es, ich bin mir gewiss. Ja? Meine Augen werden Gott sehen. Sie haben über den Tod hinaus durch das Grab gesehen. Ich möchte nun mit euch kurz auf diesen sehr wichtigen, auch für mich persönlich sehr wichtigen Aspekt hinsichtlich dieser Glaubensgewissheit eingehen und euch teilhaben lassen an meinen persönlichen Erfahrungen
Hast auch du Gewissheit, dass dein Erlöser lebt, weil du ihn erlebt hast? Ich muss das ganz ehrlich sagen, bei mir war es leider nicht immer so. Und ich möchte euch einfach ganz offen und ehrlich und frei heraus davon erzählen, wie das ist, weil ich glaube, dass es vielen Geschwistern so geht, die in den Gemeinden sind und trotzdem eine Beziehung mit Jesus führen, aber genau das erleben, was mir auch oft passiert ist, nämlich diese sogenannten Achterbahnfahrten im Glauben. Ist dein persönliches Glaubensleben, deine Beziehung zu Jesus so, dass es wie eine Achterbahnfahrt ist und über Höhen und Tiefen und Kurven geht und du deine ewige Gewissheit anzweifelst, weil du vielleicht denkst, ich bin nicht gut genug oder gibt es was in meinem Leben, das habe ich nicht überwunden, das werde ich vielleicht auch nie überwinden. Also ich habe das oft erlebt und ich habe dazu eine Diagnose. Beziehungsstörung. Oftmals stellte ich mir die Frage, wie es denn sein kann, diese ständigen Höhen und Tiefen zu erleben, mich ständig schlecht und sündhaft, nicht geliebt und nicht Gott nah genug zu wissen, obwohl ich doch schon so lange mit Jesus bin, in die Gemeinde gehe, sein Wort auch lese, ich bete, gehe in die Mission mit und erlebe Erfahrung mit Gott und mit Menschen. Der Grund für das alles lag in meiner mangelnden, nicht beständigen Liebe zu Gott, meiner fehlenden Hingabe, meines nicht täglichen Gebetslebens und das Studium seines Wortes, was mir gefehlt hat, Tag für Tag. Beziehungsstörung. Wie konnte es sein, dass ich es als Last empfand und ohne Freude zu Gott zu gehen, Gott zu begegnen? Doch im Innern meines Herzens wollte ich eigentlich Gott nah sein. Ich wollte ihn lieben, ihm nachfolgen und ein glücklicher Christ sein. Warum lässt man sich so oft entmutigen? Warum fühlt man sich einsam, nicht gut genug, ständig traurig, schuldig? Man hört auf zu beten, man hört auf die Bibel zu lesen, man macht keine Mission mehr, man zieht sich zurück und man badet letztendlich in Selbstmitleid. Ich frage mich, wo ist dieser innere Frieden? Wo ist der Frieden, den Gott verheißt? Meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt ihn gibt. Meine Hingabe und Liebe zu Jesus, wo ist die Überwindung meiner Sünden in meinem Leben? Wo die Kraft des Evangeliums? Wo ist Christus in mir? Ich glaube doch, so denke ich, weil ich doch aus Gottes Wort weiß. Und dennoch, ich zweifle es an, weil die Zweifel in dem Moment größer sind, wie man glaube. Im Grunde ist es doch so, der Mensch trennt sich doch von Gott. Wir trennen uns von Gott durch unsere Schuld und Sünde. Und wir wissen genau, dass Gott es ist, der dem Menschen nachgeht. Wir haben keinen Grund, uns zu verstecken. Es ist auch meine tägliche Entscheidung, mein Leben mit Jesus zu leben. Doch stehen unsere Gefühle, unsere Sorgen und Ängste in diesem Glaubenskampf oft gegen uns. Es ist ja meine eigene Schuld, meine Sündenlast, von der die Bibel sagt, dass Gott uns doch vergibt, dass er dich frei macht. Und wir sind durch diese persönlichen Umstände, auf uns selbst zu blicken, dazu verleitet, der Lüge zu glauben und nicht Gott und seinem Wort. Diagnose: Beziehungsstörung. In dem Moment war da für mich nichts da, was bleibt. Ich habe ein schönes Zitat gehört. Jedes Mal, wenn ich auf mich selbst schaue, frage ich mich, wie kann ich je gerettet werden? Doch jedes Mal, wenn ich im Glauben auf Jesus sehe, frage ich mich, wie könnte ich je verloren gehen? Wenn ich heute noch meine Sündenlast oder Sündenlust, wenn die noch größer ist in meinem Leben als die Liebe zu Gott, dann liegt auch in deinem Leben eine Beziehungsstörung vor. Und deshalb trenne dich von Sünde und nicht von Gott. Menschen stellen oft die Frage,
Vielleicht hast du diese Frage auch schon gestellt. Warum lässt Gott so viel Leid zu? Gott stellt dem Menschen die Frage, warum lässt du so wenig Jesus zu? Jesus ermutigt uns, in ihm zu bleiben. Bleibt in mir. Da gibt es keine Beziehungsstörung. Es ist die Liebe Gottes, welche mich immer wieder zu ihm zurückgeführt hat, mein Herz erweicht hat, mich daran erinnert hat, meine Entscheidung für Jesus täglich festzumachen, Gott mehr zu lieben als die Sünde. Ich brauche mich nicht anzustrengen, ich brauche mich nicht herumzuquälen im Unglauben, meine Schuld ständig mit mir herumzutragen. Ich darf Gott loben und anbeten für sein Geschenk seines Sohnes für dich und für mich. Ich darf mich freuen zu wissen, ich bin geliebt, trotz meines noch unvollkommenen Zustandes. Gott will dein Herz, deine Zeit, deine Hingabe, die Zusammenarbeit mit dir. Gott will dich. Und dann wird Gott das vollbringen, was er in dir und mir begonnen hat. Vollkommenheit im Charakter und vollkommen in der Liebe zu sein. Wenn es dir so ergeht wie mir, erinnere dich doch einfach mal an die erste Liebe. An das Feuer, was damals in dir brannte, für Jesus. Er möchte es in dir neu erfachen. Lese die kostbaren Verheißungen seines Wortes an dich, seinen Liebesbrief. Solange noch Gnadenzeit ist, und das möchte ich auch gerne an die Menschen da draußen sagen, solange noch Gnadenzeit ist, die Tür noch offen ist, sucht den Herrn Jesus Christus und macht Frieden mit Gott. Macht Frieden mit Gott. Bekenne deine Sünden, bereue und schütte dein Herz vor Gott aus. Ich kann dir aus Erfahrung sagen, du wirst mit Tränen kommen. Doch deine Traurigkeit, die soll in Freuden verwandelt werden. Gott, du wirst mir den Weg zum Leben zeigen und mir die Freude deiner Gegenwart schenken. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Steht geschrieben im Psalm 16, Vers 11. Gott wird dir den Weg zum Leben, zum ewigen Leben zeigen, in der Fülle. Und die Freude, die daraus entsteht, kommt aus seiner Gegenwart. Wenn du Zeit mit Jesus verbringst, ist die Hoffnung, die Zuversicht wieder da. Diese Ungewissheit, diese Zweifel schwinden. Und Gott hat uns durch sein Wort wunderbare und wertvolle Offenbarungen der Hoffnung geschenkt. Wir können sogar in die Zukunft sehen. Damit meine ich, du bist in deinem persönlichen Leben, sei stets ermutigt und richte deine Gedanken himmelwärts. Geht mir in das Buch Offenbarung, Kapitel 21, Verse 2 bis 7. Und schaut einmal, wie es sein wird. Offenbarung 21, Vers 2 bis 7. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Es wird eine Hochzeit geben. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, der sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen und er, Gott, wird bei ihnen wohnen. Selbst Gott hat eine Sehnsucht nach dir. Jesus möchte Gemeinschaft mit dir. Er wird bei dir und mit dir wohnen wollen. Gott mit uns. Und sie werden sein Volk sein und er selbst Gott mit ihnen. Und Gott wird all deine Tränen, und das jetzt nicht in Zukunft, sondern schon heute, Gott möchte all deine Tränen von deinen Augen abwischen. Der Tod, der wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste, hier und heute, bedingt durch den Sündenfall, das ist vergangen, es wird vergehen. Und der auf dem Thron sitzt, sprach, siehe, ich mache alles neu.
Und hier geht es nicht nur darum, dass Gott für uns eine neue Erde schaffen möchte, sondern er möchte in dir heute, wenn du seine Stimme hören wirst, alles neu machen. Jesus möchte in dir eine neue Schöpfung herstellen, dass der alte Mensch, den du vielleicht selbst so verfluchst und sagst, ich elender Mensch, wer wird mich befreien von diesem todgeweihten Leibe? Den möchte Jesus wiederherstellen, er möchte ihn neu machen. Er möchte in dir einen Charakter entfachen, der seinem Charakter ähnlich ist. Das heißt, wenn du auf dich selbst siehst, auf deine Probleme und Sorgen, dann wirst du immer denken, wie wir es eben gehört haben, ich bin nicht gut genug oder wirst die Lügen der Welt glauben. Wenn du aber auf Jesus schaust, seine Liebe entdeckst und seinen Charakter siehst, die Liebe, die er zu dir am Kreuz hatte, dann wirst du durch diese Liebe zu ihm hingezogen. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig, Wahrheit und sie sind gewiss, Gewissheit. Also auch hier gibt Gott dir eine ganz persönliche Gewissheit, eine Zuversicht und eine Hoffnung. Und die möchte ich euch oder mit euch teilen in einem kurzen Lied. Wir haben eine Hoffnung, die uns trägt. Wir haben einen Glauben, der uns bewegt. Wir leben durch die Güte unseres Vaters, der uns liebt. Wir wissen, dass es für uns ein Wiedersehen gibt. Er hat es uns versprochen und wir glauben fest daran. So viele haben ihn erlebt, wie er verändern kann. In ihm ist Licht und Leben, er ist Wahrheit, Weg und Ziel. Wir leben in der Hoffnung, dass er wiederkommen will. Jesus kommt wieder, ein Ruf geht um die Welt. Wir können es bezeugen, dass Gott sein Versprechen hält. Und wenn er kommt in den Wolken, dann wird ihn jeder sehen. Dann werden wir voll Freuden ihm entgegengehen. Lasst mich zum Abschluss noch mal die Frage stellen. Was bleibt? Was bleibt dir nun von all dieser Mühe unter dem Himmel hier? Was bleibt dir von all den Plagen, wo du vielleicht denkst, was hat das für einen Sinn? Der Grund, warum du hier bist, ist, dass du deinem Schöpfer begegnest. Du wirst durch sein Wort auf Antworten stoßen, die dir Lebenssinn geben, die dir Hoffnung und Zuversicht schenken. Und ich habe dir die Frage gestellt, was bleibt? Die Bibel gibt uns eine Antwort darauf. In 1. Korinther Kapitel 13, Vers 13 heißt es, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und die Liebe. Diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Amen. Lass uns gemeinsam beten. Unser Vater im Himmel, unser liebender Gott und Heiland, unser Schöpfer und Erlöser. Lieber Vater, wir möchten dir von ganzem Herzen danken, dass du durch deinen Sohn, Herrn Jesus Christus, uns eine Hoffnung und Zuversicht geschenkt hast, dass wir das ewige Leben haben in dir, Herr Jesus. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, als dein Volk in dir zu bleiben, in dir zu wachen, mit dir zu leben und dir nachzufolgen, wohin du auch gehst. Dann brauchen wir nicht zu zweifeln, müssen nicht entmutigt sein oder traurig sein, sondern wir wissen, Herr, dass du uns in deiner Hand hältst und du das gute Werk, was du begonnen hast, in uns auch vollenden wirst. Helf uns, Herr Jesus, dass wir dir treu bleiben, besonders heute und morgen und in der Zeit, in dem Sturm, der kommen wird. Helf uns, Herr, eine beständige Beziehung mit dir aufzubauen. Helfe den Menschen, die dich noch nicht kennen, Herr, die noch geplagt sind von Mühen und Sorgen, zu dir zu kommen. Denn du lädst jeden Menschen ein, kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und Herr, wir haben alle unsere Ängste und Krisen und Nöte.
Aber du, Herr Jesus, hast die Welt überwunden. Und auch mit dir, Herr, werden wir die Welt überwinden, weil du Gott die Liebe bist und wir die ewige Hoffnung und Zuversicht in dir, unserem Herrn und Gott, Herrn Jesus Christus, haben. Amen.